So, heute sind wir wieder unterwegs und zwar schauen wir uns heute mal den Dan Tower da an. Das heißt auch Reich der Engel. Das ist so ein kleiner Park, wo es viele Wasserfälle gibt oder kleinere Wasserfälle. Soll sehr schön angelegt sein und da nehmen wir euch heute mal mit und zeigen euch das mal. Und bleibt auf jeden Fall dran. Es wird bestimmt interessant. So, jetzt gehen wir mal rein. Oh, gleich eine lange Schlange hier. Ja, inside for the three, outside five bar. So, nicht schlecht. Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, wir gehen natürlich nachher auch noch was essen in ein original einheimisches Restaurant mit ganz, ganz kleinen Preisen. Und wir werden nachher auch noch einen kleinen Spaziergang machen. Und zwar an einem wunderschönen romantischen kleinen Fluss. Viele Leute hier heute auf dem Sonntag. So, was ist das hier, eine Höhle? Schauen wir mal rein. So, auch mit ein bisschen Wasser hier. Künstlich angelegte Höhle. So, hier ist der Rundgang. Hier geht's weiter. Sehr schön. Ach, hier ist Finnisch noch. Ja. Nee, can go hier. Hier trägt einer seinen Hasen spazieren. In einem Rucksack. Muss auch mal raus. Ja. Das haben die wirklich gut gemacht und schön angelegt hier. Sieht auch wirklich gepflegt aus, kann man nicht anders sagen. So, gehen wir mal hier rüber. Mal schauen, ob es hier noch gibt. Ja, das haben die echt gut gemacht. So, weiter geht's. Wow. Ich muss sagen, sehr viele Leute hier heute. Immer da zu dem Wasserfall gehen. Ja. Sehr schön, mit viel Wasser hier. Oh, mal gucken, ob wir da rüberkommen, ohne reinzufallen oder ohne nass zu werden. Ja. Ah, hier geht es weiter. Das ist gut, ja? Ja? Jetzt werden wir hier ein bisschen nass, aber okay, kein Problem. So, hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Sonst kriegt man eine leichte Dusche. Ah, oh, geht, ist gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Ah, hier kann man den Wasserfall nochmal von innen betrachten. Auch nochmal für ein paar Fotos, vielleicht, wer das möchte. Ein Wasserfall nach dem anderen hier. Wunderschöner Park, nur leider heute ein bisschen zu voll. So, gehen wir mal nach oben ein Stückchen. Gucken, was man da für eine Aussicht hat.
Oh Mann, da ist ein Big Waterfall. Ein Riesenwasserfall. Ja, was heißt Riesen? Ein bisschen größer. Gehen wir noch mal ein Stückchen höher, mal sehen, wie die Aussicht da oben ist. Ja, ja, sieht gut aus. Ja, sieht man mal den Wasserfall ein bisschen. Aber da gehen wir gleich noch mal hin. Dass es nicht so warm ist mit dem Sprühnebel, das ist schon eine leichte Abkühlung für zwischendurch. Ja, überall so ein bisschen Wasserspielerei. Ja, kleine Wasserfälle, große Wasserfälle. Ja, hier ist der Wasserfall. Kann man den Wasserfall noch mal aus der Nähe sehen. Ja, kommt schön von oben runter. Sehr schön. So, weiter geht's. Eintritt war übrigens 80 Baht. Mhm. Und naja, pro Person natürlich, ne? Aber es geht alles. Ist jetzt nicht so super teuer gewesen. Aber es hat eher so nichts zum Entspannen hier bei so vielen Leuten. Es ist eher so, ja, hat die Atmosphäre heute von so einem Freizeitpark. Ne? So, mal schauen, wo es hier hingeht. Ja, gut. So, zwei Wege, einmal hier, einmal hier. Sie go hier. Gehen wir mal erstmal hier lang. Hm. Im Prinzip, jetzt gehen wir oben auf den Wasserfall drauf, den wir eben von unten gesehen haben. Aha, relaxing. Hm. Also mit dem Wasserfall und so, ist zwar alles ein bisschen kleiner, aber das erinnert mich an Singapur. Und Wasser von oben. So, hier können wir mal die Aussicht sehen. Das ist der Wasserfall, wo wir eben gerade die Fotos gemacht haben, da unten. Ja. Sehr schön, gut gemacht. So, ich gehe noch mal ein Stückchen weiter rauf. Mal sehen, wo die höchste Stelle jetzt hier beim Park. Hoppala, okay. Ah ja, da kann man den Park sehen oder zumindest ein bisschen davon. Hier kann man noch mal den Wasserfall sehen von der höchsten Stelle hier im Park aus. Das wollte ich euch noch mal schnell zeigen. So, gehen wir mal wieder runter. Sorry. Ja, no problem. Okay. Ja, hört. So, kleinen Ausflug nach ganz oben gemacht heute. Ah, hier Hunde gibt es auch wieder hier. Aber nicht im Korb diesmal. Ah doch, hier. Ist auch im Korb mitgebracht. Der Hund. Oh, hier fließt das Wasser ein bisschen schneller. Wow. Okay.
Ne? Mhm. Einfach nur. Oh, was haben wir hier? Oh. Hasen. Rabbit. Ich habe ein paar Karotten gekauft, um die Hasen zu füttern. Ja, gut. Ja. You want to go sleep? Ich wollte gerade schlafen gehen. Ja. Oh, hungry, hä? Nee? Not the right, other one. Nicht das Richtige, gib ihm anderen. Aha, siehst du, das schmeckt besser. So, jetzt gehen wir mal hier nach oben. Sehen, was es da noch Schönes zu gucken gibt. Sleeping, good idea. Okay, I come back in 1 hour, ja? Ich komme wieder in einer Stunde. Bist du fertig mit Schlafen? Oh, da kann man überall mal schöne Fotos machen. First you alone. Gut, das sieht gut aus. Jawohl. Ah ja, sehr schön. Ich mache mal ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ah, sieht gut aus, ne? So, hier leben etliche Bienen in dem Baum hier, in dem Baumhöhle. Nicht schlecht, ja? Aber mir wird es zu gefährlich. Ich gehe lieber. So, der Rundgang ist fertig. Wir haben jetzt alle Sachen gesehen und euch gezeigt. Deshalb geht es jetzt los in das einheimische Restaurant und danach gehen wir noch an diesen romantischen Fluss. Also dranbleiben. Also, wie gesagt, schmeckt ganz gut. Wir probieren mal. Also das ist Nudelsuppe mit Schweinefleisch, frittiertes Schwein, so die Kruste und Sojasprossen. Ein bisschen Salat. And how much is it here, Alisa? I think 45. Oh, this is the price? This is the price here. This is the price, yeah? 45 baht, okay. Also schmeckt so nach Lakritze, die Pflanze. Ja, bevor ich es vergesse, so sieht hier übrigens die Küche aus. So oder so ähnlich sehen hier alle Streetküchen eigentlich aus. Hier sieht es aus, als ob das Wasser bergauf fließt. Aber es ist nur eine Täuschung von der Böschung. Aber alles in allem sieht das hier wirklich sehr schön angelegt aus. What's this? Fish? Alisa? Yeah. Fish? Oh, huh. Oh, nein. Gibt's denn das? So, diesen Fisch am Spieß, den grillt sie jetzt hier über dieser Holzkohle. Geht ganz schön zusammen, ne? No, it was little. So, fertig gegrillt ist er. Einpacken und dann gehen wir mal weiter und gucken, was es hier sonst noch so gibt. So, gegrillter Tintenfisch. Hot. Grilled Octopus. Ja? Mhm. Die Side. Ja, und sehr dünn geschnitten. Ja? Mhm. Taste is good? Ja? Schmeckt gut, okay. Auch hier die Brücke sehr schön angelegt und beleuchtet. Also das ist wirklich ein schöner Ort hier. Also wenn man mal einen schönen ruhigen Abend haben will, kann man mit seiner Freundin hier sehr gerne hinkommen. Na, sieh mal einer an. Hier sind noch ein paar Kinder, die hier auch noch Musik machen. Live-Unterhaltung sozusagen.
die Beleuchtung hier an dem Flussrand, das passt wirklich gut zusammen. Real? Ja. Das ist Ice Cream in Bread? Hm? Aha. Ja? Aha. Hotdog, Ice Cream Hotdog. Hotdog, ja. Aha. Oh, Donut, Donut. Donut. Ah, Ice Cream okay. Donut. Wait, da, wait, da. Aha. Ja. Yeah. Okay. What's this? Coconut. Coconut, aha. Uh-huh. Ja. Yeah. Kokosnuss. Coconut Meat. Mhm. Kokosnussfleisch. And now the Ice Cream. Ja. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. One two color or one color? Alisa, two color or one color? มีอะไรบ้างคะมีอัญชันกับมะพร้าวครับ2อย่างโอเคเอา2อย่างเอา2อย่างอือฮึโอเค So ice cream Thailand hot. Yeah, this is fun. This is funny. Never seen ice cream in bread. Super. Okay. And yeah. coconut. And coconut. Yes. Yeah. Uh-huh. The peoples in Europe want to see this. Oh. Yeah. Never seen. Falling down. No, 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 not falling down. Aha, uh-huh, okay. Okay. This is nice. Mhm. Wow. Big. Okay, and this is? Thua leung. Aha. Peanut. Peanut. Aha. How short my ear. Wow. And how much is it now? 25 baht. 25? Oh, das ist okay. Ja. Yeah. Yes. Okay. Oh. Thank you. Ah, hier, 25 baht, ne? Ja, yeah, 25 baht. Mhm. 19 baht, this 19. 19, ja. Yeah. And 25 and 35. Ah, big one. Big one, ja, yeah, yes. 25 baht. And this is a toast here, ja? Yeah? Mhm. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Ice cream? Which mhm. ice cream is it? Coconut. Coconut ice cream. Yes. Mhm. Good. And the blue one? The blue flower. Flower? Ice cream? Can eat. Mhm. Flower ice cream. Mhm. Mhm. Okay. This looks nice. Ice cream with the bread and coconut. Mm. Coconut meat. This is funny.